10 Jahre nach dem Fall der Mauer. Die Autobahn Hannover-Berlin. Bei Kilometer 131 stößt man auf Reste der ehemaligen Sperranlage. Jetzt eine Baustelle. Daneben Ruinen des Kalten Krieges. Steinerne Zeichen, heute funktionslos. Bis zum Jahre 1989 stießen hier zwei Welten aufeinander. Heutzutage eine Verkehrslandschaft wie jede andere. Nur noch eine Grenze zwischen zwei Bundesländern. Kaum einen Steinwurf von der ehemaligen Grenze entfernt, liegt der Garten von Manfred Winkelmann. Also hier zu meinem Zaun. Die DDR bestand 40 Jahre. 40 Jahre stand Manfred Winkelmann an der Staatsgrenze West auf der Wacht für die DDR. Bis Ende 1989 musste jeder Reisende im Straßenverkehr von und nach Berlin den Kontrollpunkt Marienborn passieren. Ein Nadelöhr im Transitverkehr. Hier vor Sicherheitsdienst haben der Offizier meinen Dienst in 12 oder 24 Stunden Rhythmus. Mein Arbeitsbereich ist einmal der Tisch 2000, wo alle Signale, Sicherungszeichen und Schranken aufgezeichnet sind, sowie auch ein Teil der Alarmauslöseknöpfe. Unsere Grenzposten, bezeichnet als A1 vorne auf dem Turm, hatte die Aufgabe, das westliche Vorfeld zu beobachten, die Kontrollhandlungen der westlichen Kontrollorgane war ausgerüstet und zu beobachten den grenzüberschreitenden Verkehr im Grenzstreckenabschnitt. Was erkennbar an Fahrzeugen oder Personen, die einreisten zu Fuß, welche sofort festgenommen werden mussten bei unseren Grenzposten. Weiterhin hatte der Posten die Aufgabe, Fotodokumentation zu schaffen, aber ausgerüstet mit guter Fototechnik, und hat dort Aufnahmen gemacht, wenn Abweichungen waren im gegenüberliegenden Kontrollterritorium. Auf dem Areal des ehemaligen Kontrollpunkts liegt heute die Gedenkstätte Deutsche Teilung. Was für ein Gedenken soll hier angestoßen werden? Dazu der Leiter der Einrichtung, Dr. Scherible. Ort der Trauer. Es kommen Menschen hierher, die in der Tat auch Angehörige verloren haben, die seelische Verletzungen haben. Ort der Erinnerung. Sowohl Reisende, die hierher kommen, als auch im Übrigen sehr viele Bürgerinnen und Bürger, gebürtige DDR-Bürger, die hier gar nie waren und die aufgrund dieser Monumentalität der Anlage, so wird mir sehr häufig erzählt, plötzlich Gefühle präsent sehen, Gefühle wie Hilflosigkeit ausgeliefert sein, Gefühle, die viele Jahre Teil ihres Lebensgefühls waren und die vergessen und verdrängt sind. Das Areal des ehemaligen Grenzkontrollpunktes erscheint wie ein Großparkplatz. Ohne Verwendung, belanglos und schäbig. Eine Bauweise der Drohgebärde, wie ein Hochsicherheitstrakt. Zeichen der Einschüchterung. Das gesamte Areal war untertunnelt. Ging es nur um die Zugänglichkeit der Aggregate? Oder sollten Zugriffsmöglichkeiten für einen möglichen Fall X geschaffen werden? »200 Beschäftigte arbeiteten in der Passkontrolle, 50 Personen im Zoll. Das Grenzbataillon der NVA in Marienborn zählte 100 Soldaten und 10 Offiziere. Auf dem Beton der Gedenkstätte kommt die Erinnerung an die deutsche Teilung wieder hoch. Jeder, der hier unterwegs war, kannte das mulmige Gefühl. Etwas Drohendes ging von diesen unscheinbar schäbigen Baracken aus. Druck in der Magengrube.« Nur auf der Durchreise, aber zugleich Insasse einer geschlossenen Institution. Mal kürzer, mal länger, je nach Verkehrsaufkommen,
je nach politischer Wetterlage. Anzeichen einer Überwachungsmaschinerie. Die militärische Aufmachung des Kontrollpersonals. Die Kleinlichkeit, mit der jede einzelne Handlung, jeder Zentimeter der Fahrt beaufsichtigt und überwacht wurde. Jedem Durchreisenden wurden die Pässe abgenommen. Die Reisedokumente verschwanden auf ein Transportband hinter den Wänden der Kontrollbaracken. Wozu dieser übertriebene Aufwand? Erst nach der politischen Wende kam es ans Licht. Alle Mitglieder der Passkontrolleinheiten, PKE, wie das DDR-Kürzel hieß, waren Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit. Und die Passkontrolle ist in autoritären Staaten ein sicherheitsempfindlicher Bereich. Die Mitglieder der Passkontrolleinheiten nannten sich Tschekisten, nach dem Vorbild der russischen Geheimpolizei, der Tscheka. Ist klug und mutig zu handeln. Was heißt es, in Zeiten des Friedens nach den Gesetzen des Krieges zu leben? Dieser Film zeigt, wie ein gefährlicher Feind durch kluges und mutiges Handeln eines Kollektivs von Tschekisten bekämpft und unschädlich gemacht wurde. Rein äußerlich könnte unsere Tätigkeit als ein bloßes Registrieren oder Kontrollieren von Pässen erscheinen. Aber das trifft nicht das eigentliche Anliegen unserer tschekistischen Arbeit. Wir stehen an einem wichtigen Punkt an der Trennungslinie zwischen unserem sozialistischen Staat und einem Gebiet des Imperialismus. Unser Dienst ist Klassenkampf, ist tägliche Auseinandersetzung mit dem Feind mit ganz spezifischen Mitteln. Wir haben die Aufgabe, die Schutz- und Sicherheitsbedürfnisse unseres Staates mit unseren Möglichkeiten durch unsere Leistung in unserem Verantwortungsbereich zu verwirklichen. Jede Täuschung, jede Provokation kann gerade in unserem Dienstbereich zu großen politischen und operativen Schäden führen. Bereits mehr als einmal wurden ideologische Standhaftigkeit und operative Befähigung vieler Genossen unseres Kollektivs vor besondere Bewährungsproben gestellt. Eine Welt der gedanklichen Armut. Ideologische Kürzel, militärische Strenge. Eine staatseigene Zwangssprache. Die Autobahnanschlussstelle Schleißer-Seenbladde am Kilometer 214,5. Nicht nur die Grenzübergangsstellen, auch die Transitstrecken und alle Parkplätze wurden rund um die Uhr bewacht. Mögliche Ausgangspunkte oder Übergabestellen für Fluchtversuche auf den Autobahnen oder in den Verbindungsstellen zwischen Landstraßen und Autobahnen wurden dokumentarisch erfasst. Die Mitarbeiter der Staatssicherheit bedienten sich dabei einer schwenkbaren Kamera, die in Erdcontainern auf den Parkplätzen entlang der Autobahn versteckt waren. Niemand sollte unbefugt heraus, niemand sollte unbefugt herein. Auch Manuela Eikenroth wurde vermutlich von einer versteckten Kamera aufgenommen, als sie sich auf einem Parkplatz an der Transitstrecke im Kofferraum des PKW eines Fluchthelfers versteckte. Heute, 20 Jahre danach, erzählt sie Schulklassen von ihrer Flucht. Wir waren also zu zweit im Kofferraum. Ich war die hintere Person, die Sie von hier aus am hintersten sehen. Der Wagen wurde dann also geöffnet, nachdem er 20 Minuten etwa hier so stand. Und das ist also, was ich noch weiß, dass wir dann nacheinander aufsteigen mussten. Und inzwischen muss ich sagen, ich hatte natürlich Angst. Manuela Eikenroth verbringt ein Jahr Haft in der DDR unter entwürdigenden Bedingungen. Dann wird sie wie tausende andere Häftlinge von der Bundesregierung freigekauft. Die Pauschale für einen freigekauften Häftling lag zuletzt bei 90.000 D-Mark. Aber nicht immer kamen die Flüchtlinge am Grenzkontrollpunkt Marienborn mit dem Leben davon. Es begab sich im Jahre 1983, in den frühen Abendstunden,
kam die Meldung von dem Boston A3, dass ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit sich der Kontrolllinie nähert. Ich nehme das zur Kenntnis, zu dem gleichen Zeitpunkt wird schon Grenzküstalarm ausgelöst. Der PKW wendete und fuhr in Richtung damals BRD zurück. Während dieser Zeit wurden die Sperranlagen und Kfz-Sperren geschlossen. Der PKW fuhr auf die Kfz-Sperre auf. Die beiden Personen kamen dabei ums Leben. Fifi nannten die Wächter die unmenschliche Sperrschiene. Eine brutale Verniedlichung. Die Zahl der Fluchtversuche in Marienborn mit tödlichem Ausgang wird wohl niemals aufgeklärt werden. Der Kolonnenweg. Heute eine Linie in der Landschaft, eine Narbe aus Lochbeton. Hier patrouillierten motorisierte Wächter. Diese Linie durfte von Zivilisten in Richtung Westen nicht überschritten werden. In der entsprechenden Polizeiverordnung der DDR hieß es: Das Überschreiten des 10 Meter Kontrollstreifens ist für alle Personen verboten. Personen, die versuchen, den Kontrollstreifen in Richtung Deutsche Demokratische Republik oder Westdeutschland zu überschreiten, werden von den Grenzkontrollstreifen festgenommen. Bei Nichtbefolgung der Anordnungen der Grenzstreifen wird von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Hier verlief bis zum 9. November 1989, quer durch Deutschland, eine Todeszone. 50 Meter breit, knapp 1400 Kilometer lang. Sie spaltete Mitteleuropa in zwei Teile. Zerteilte Landschaften, Orte und Wirtschaftsbetriebe. Zerriss Familien und Lebensschicksale. Der Deutsche Wall verlief von der Lübecker Bucht über Lauenburg, Wittenberge im Norden, nach Salzwedel, Helmstedt und Eschwege in Mitteldeutschland bis Hof in Süddeutschland. Dreimal ließ die Staatsführung der DDR die große deutsche Mauer aufrichten. Immer höher, immer undurchdringlicher. Der Plan für eine vierte Bauphase, genannt Grenze 2000, lag in der Schublade. Unsichtbar in die Landschaft eingepasst hätte sie sein sollen. Dieser Plan kam nicht mehr zur Ausführung. Das Bollwerk sollte jeden abschrecken, aber es übte eine magische Anziehung aus auf diejenigen, die in der DDR nicht mehr leben wollten. Sommer 1999. In Aulosen nahe der Elbe bei Schnakenburg ist ein Stück der ehemaligen Grenzanlage nachgebaut worden. Als Modell en miniature. Harmlos wie ein Sandkasten für diejenigen, die nicht dabei waren. Aber trotzdem ein kleines Stück Erinnerungsarbeit. Ich kann mich heute noch erinnern, dass wir... Es war wohl 40, als Paris gefallen ist, im Sommer. 40 kriegten wir schulfrei. Waren wir begeistert nach Hause gelaufen. So, und dann plant ja der Hitler, den Angriff gegen die Sowjetunion vorzubereiten. So wurden Truppen verlegt von Frankreich nach der künftigen Ostfront. Und da ich nun an der Bahnlinie wohnte, fuhren ja dort viele Militärtransporte. Und die Soldaten strahlten eine Begeisterung aus. Wir haben gewunken und gegrubelt und getanzt auf den Zügen. Und Jahre später war keine Begeisterung, sondern
Angst und Verletzte und Kranke zu sehen und kaputte Technik, so dass man erkennen konnte, dass das bergab ging. Und 1945 war alles kaputt und alles hin. Und hier sehe ich an dieser Stelle sehe ich eine Entwicklungsphase des Aufbaus, des sozialistischen Aufbaus, dass das die Leute waren froh, dass der Krieg zu Ende war. Und insofern war eine Möglichkeit vorhanden für die damaligen Kommunisten, meiner Meinung nach, die Menschen zu begeistern, zu einer guten Sache zu führen. Und deshalb war auch der Zuspruch so hoch. Manfred Winkelmann wächst in den 30er Jahren auf in Amsdorf im Mansfelder Land. Unmittelbar nach Kriegsende erlernt er zunächst das Schlachterhandwerk. Wegen der schlechten Berufsaussichten wechselt er dann zur Polizei. Er wird eingesetzt an der Grenze nahe der Stadt Salzwedel. Sein erster Arbeitstag ist der 24. Dezember 1950. Es gab noch keine Sperranlagen und keine Nachrichtenmittel. Teilweise gingen wir noch den gleichen Streifenweg als Grenzpolizei wie der damalige Zoll. Parallel der Grenze. Der Grenzzaun markierte nach 1945 die Hoheitszone der drei westlichen Mächte und der östlichen Besatzungsmacht. Zuerst wurden die Verkehrsverbindungen blockiert. Nach der Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1949 rückte die Verhinderung von Fluchtbewegungen in den Vordergrund. Zwischen 1949 und 1952 flüchteten etwa 700.000 Menschen nach Westen. In den ersten Nachkriegsjahren bis Ende 1952 starben 81 Menschen an der deutschen Grenze, davon 11 Wächter. Anfang Mai 1951 stand ich gerade auf der Straße, fuhren zwei Polizisten vorbei mit dem Fahrrad. Der eine war Kommissar Hollenbach und der andere Meister Marsberg. Er sagte, wir kommen gleich zurück, wir bereiten eine Veranstaltung vor, wir wollten abends eine Veranstaltung durchführen, hier auf diesem Saal. Wir sind aber nie zurückgekommen. So erlebte ich meine ersten Fahnenfluchten. Der Ministerrat der DDR erlässt 1952 eine Verordnung zur Verstärkung der Demarkationslinie. In dem Zusammenhang wurde ein 10-Meter-Kontrollstreifen, ein Schutzstreifen und eine 5-Kilometer-Sperrzone festgelegt, die mit Beschilderung, Sperrschlagbäumen, markiert waren. Um, wie es im Gesetzestext heißt, ein weiteres Eindringen von Diversanten, Spionen, Terroristen und Schädlingen in das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik zu verhindern. Die Rede ist von den Volksschädlingen. Das hat man in Deutschland schon einmal gehört. Was ich nicht erwähnt habe, ist, mit Einführung der Grenzordnung 1952 wurden bestimmte Familien aus dem damaligen Sperrgebiet ausgesiedelt. Die Vertreibung von mehr als 10.000 Bewohnern. Partei und Staatssicherheit bezeichnen diese Kampagne als Aktion Ungeziefer. Sprache aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Das Dorf Stresow, nahe der Elbe bei Schnakenburg und unmittelbar an der Grenze gelegen, wird dem Erdboden gleichgemacht. Es entsteht ein Grenzland, der Fläche nach dreimal so groß wie das Saarland, bewohnt von mehr als 100.000 Einwohnern. Ortschaften durch Schlagbäume abgetrennt, nur mit Passierschein zu erreichen. Hier ist der Krieg niemals beendet worden. In dem Dorf Mödlareuth bei Hof verlief das Grenzbollwerk mitten durch die Ortschaft. Demonstration der Staatsmacht, konzentriert wie in einem Brennglas. Der Westen der DDR war nun abgeriegelt.
Nach 1952 blieb nur noch die Sektorengrenze in Berlin als Fluchtweg von Ost nach West. Nahezu 3 Millionen Einwohner flohen in der Zeit. Im Osten wird der 13. August als empfindlicher Schlag gegen den Imperialismus gewertet. Die Stasi-Propaganda stellt die nunmehr vollständige Abriegelung der DDR als zwingende Maßnahme gegen einen drohenden Krieg dar. So triumphierten Hammer, Zirkel und Ehrenkranz über die gefährliche Abenteuerlust der Reaktion in Deutschland. Sie hatten Krieg geschrien. Die Warschauer Militärkoalition gebot Frieden. Und nun machten die Frontstadtpolitiker dumme Gesichter. Und es blieb ihnen nichts übrig, als ihre offenkundige Niederlage zu besichtigen und ein paar klägliche Rückzugsgefechte ihrer Raudis gegen das Unabänderliche zu organisieren. Den unverbesserlichen Kriegsabenteurern war die Grenze ihrer Macht gesetzt. So flüchteten sie sich in forsche Worte und schrien nach dem großen Bruder. Schließlich wurde Bonds Forderung nach NATO-Gegenmaßnahmen das Ohr geliehen. Aber nur eine Hand. Der Wille zum Durchbruch war groß. Das Wissen um das Risiko größer. So lernten Amerikaner, unsere Grenzen zu achten. Bereits in den 50er Jahren waren wichtige Voraussetzungen geschaffen worden für den Grenzsoldaten in der DDR. Militärische Rangabzeichen, Ehrenzeichen, Stahlhelm, nachrichtentechnisches Gerät und Überwachungsoptik. Aus dem kasernierten Volkspolizisten ist nun der Grenzsoldat der Nationalen Volksarmee geworden. Im Sommer 1961 wurden wir der Nationalen Volksarmee unterstellt. Bis zu dem Zeitpunkt waren wir unterstellt dem Ministerium des Innern, der Volkspolizei, damaligen Volkspolizei. Und die Sperranlage quer durch Deutschland wird ein zweites Mal gebaut. Ein Bauwerk so gigantisch wie die legendäre Reichsautobahn. Es wird so viel Eisen und Stahl verschlingen wie West- und Atlantikwald zusammen. Und den Stacheldraht liefern westdeutsche Firmen. Ende der 60er Jahre bewachen 50.000 Soldaten die Grenze. Aneinandergereiht alle 30 Meter ein Wächter mit Gewehr und Schießbefehl. Aber damit noch nicht genug. Und es wurde längs der Grenze ein Minenfeld angelegt. Die genaue Zahl der Minenopfer am innerdeutschen Bollwerk ist unbekannt. Und die Minen erfüllten noch nicht einmal ihren Zweck. Es gab Wildschäden, Blindenalarm. Seit Mitte der 70er Jahre wurden die Minen ersetzt durch Selbstschussanlagen des sowjetischen Typs. Höher angebracht, gezielter wirkend, eine mörderische Intelligenz. Der Flüchtling war an der Grenze von Anfang an freiwillig. Jeder, der sich dem Grenzstreifen näherte, war ein Feind. Ein nicht erklärter Krieg. Und jedes Jahr sterben Menschen. Nur ein einziges Jahr fordert das Monstrum keine Opfer. Es ist das Jahr 1983. Das Jahr, in dem die Todesautomaten endlich demontiert werden. Zum Drohcharakter der Architektur passt auch die Definition des Feindes. Nach Osten wird scharf geschossen. Die politischen Parolen zielen auf den Westen. In der DDR gehört der politische Unterricht zur allgemeinen Wehrpflicht. Wir stoßen in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn auf Plakate und Stellwände mit politischen Parolen. Heute eine Kulisse ohne Theaterbühne, eine Hinterlassenschaft des Kalten Krieges. Auf, auf zum Kampf, zum Kampf. Das sind Moskauer Jungs.
sie der richtige, richtige trägt, dann gehen mit ihr alle um. Jedem Truppenteil der Nationalen Volksarmee wurden nach dem Vorbild der Sowjetunion auch politische Offiziere zugeordnet. Wieland Schröder war als politischer Offizier im Grenzbataillon Hötensleben eingesetzt. Es müsste dann aber immer bei jeder Fragestellung in Bezugspunkt genommen werden zur Grenzsicherung, ja? Also zu dem Klassenfeind. Ja? Alles, was feindwärts der Sperranlagen existierte, war eben der Klassenfeind. Der Klassenfeind begann eben bei dem Zöllner des Zollgrenzdienstes, ging über den Beamten des Bundesgrenzschutzes, ging weiter über die Angehörigen der Bundeswehr, die ja hier in unserem grenznahen Raum, Braunschweig und so weiter, ja, stationiert waren. Nun endete eben dann bei den großen Konzernen, ja, unter dem Motto eben Imperialismus höchstes Stadium, ja, alle, die viel Geld haben, sind unser Feind. Ja, so wurde das propagiert. Im Handbuch der Staatssicherheit wird der Sprachgebrauch geregelt. Unter dem Stichwort Feinde heißt es: Feinde sind Personen, die in Gruppen oder individuell dem Sozialismus wesensfremde politisch-ideologische Haltungen und Anschauungen absichtsvoll entwickeln und in ihrem praktischen Verhalten durch gezieltes Hervorrufen von Ereignissen oder Bedingungen, die die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung generell oder in einzelnen Seiten gefährden oder schädigen, eine Verwirklichung dieser Haltungen oder Anschauungen anstreben. Sogar das Hassgefühl ist definiert. Hass zielt immer auf die aktive Auseinandersetzung mit dem gehassten Gegner, begnügt sich nicht mit Abscheu und Meidung, sondern ist oft mit dem Bedürfnis verbunden, ihn zu vernichten oder zu schädigen. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung in Potsdam über die Staatssicherheit äußert sich der zuständige Bundesbeauftragte Joachim Gauck. Diese neue Herrschaftstechnik, die nicht mehr durch groben Mord, Entführung, Sibirien oder Folter, Angst und Einschüchterung organisiert, sondern durch ständige Kontrolle. Das Signal an die Bürger lautete, von mehr als 90.000 Hauptamtlichen ausgesendet: Wir wissen alles über euch. Passt nur auf. An der Grenze zwischen Deutschland Ost und Deutschland West war der Kalte Krieg zum Dauerzustand geworden. Beide Seiten hatten sich auf eine lange Zeit der feindlichen Koexistenz eingerichtet. Die eigentliche Landesgrenze lag oft westlich des Bollwerks. Hier, auf Tuchfühlung zum westlichen Grenzschutz, operierten die Grenzaufklärer, ein Stoßtrupp der Grenzbrigaden an der vordersten Linie. Ihre Aufgabe war es, das westliche Vorfeld zu beobachten. Sie waren nach Kriterien besonderer Zuverlässigkeit ausgesucht und geschult worden. Man nannte sie die 150-Prozentigen. Gegen Ende der 70er Jahre hatten sich die Verhältnisse am deutschen Grenzstreifen in paradoxer Weise normalisiert. In vielen Orten westlich der Sperranlage entwickelte sich eine Idylle der besonderen Art, kleiner Grenztourismus. Lust an dosierter Sensation aus sicherer Distanz. Für einige vielleicht die Chance, einen Blick in die Heimat von gestern zu werfen. Bei Berühren dieses Drahtes wird diese Splittermine ausgelöst. So lebte mancher Ort vom Grenzschutz und manche Gastronomie vom kleinen Grenztourismus. Anders standen die Dinge östlich der Sperranlagen. In Hötensleben, südlich von Marienborn, verlief die Barriere unmittelbar westlich der Ortschaft. Die Mehrheit der Einwohner hatte sich dafür ausgesprochen, die Grenzanlagen in den ursprünglichen Proportionen als Gedenkstätte zu erhalten.
Im Besucherdienst auf der Gedenkstätte ist auch das Ehepaar Malaschewski tätig. Sie berichten über das Leben im Sperrgebiet vor dem 9. November 1989. Es waren ja ringsherum um Hüttensleben Kontrollen, Straßenkontrollen. Jede Straße war besetzt mit einem VP-Häuschen, das ebenfalls mit zwei Leuten besetzt war. Wir hatten an jeder Straße einen Schlachtbaum, der wurde manuell betätigt. Dann hatten wir noch gehabt, bis zuletzt, bis 1989, VP-Helfer und Grenzhelfer, sodass fremde Gesichter in dem Ort von vornherein schon gesehen wurden und beziehungsweise auch gesichtet wurden. Am 9. August 1986 wird eine Grenze zwischen der CSSR und der Bundesrepublik, ein Flüchtling von Hunden, zerrissen. Ein grausiger Höhepunkt in der Chronik des Eisernen Vorhangs. Auch in Hüttensleben gab es eine solche Hundelaufanlage. Und dann, nachts haben sie dann geheult, wie die Wölfe, die Hunde, haben wir oft, sehr oft gehört. Oder mit der Kette, wie sie dann immer lang hier ratscht sind mit der Kette, das hat man alles gehört. Und die Hunde, die sind als kleine Hunde vielleicht mit einem Jahr reingekommen in diesen Käfig hier und lebendig nie wieder raus. Schwer zu entscheiden ist in der Rückschau, wer am Ende das schwerere Schicksal zu erleiden hatte. Die Vertriebenen aus der Grenzregion oder Insassen von Grenzland wie das Ehepaar Malaschewski. Leben wie in einer Strafkolonie. Manfred Winkelmann ist bis Anfang der 70er Jahre als Kompaniechef in der Grenzregion um Salzwedel im Einsatz. Durch meine Tätigkeit, 13 Jahre als Kompaniechef zu arbeiten und Tag und Nacht in Stiefeln zu stehen, nie Ruhe zu haben, ist die Belastung in der Endkonsequenz so hoch, dass man nervlich verbraucht ist, oder ich war es zumindest. Ende der 70er Jahre wechselt er an die Grenzübergangsstelle Marienborn, damals die größte Verkehrsanlage im deutsch-deutschen Transitverkehr. Sein beruflicher Aufstieg reicht bis zum Oberstleutnant. Er ist zum Schluss einer der Stellvertreter des Kommandanten. Manfred Winkelmann wird beim Wechsel zu seiner letzten beruflichen Station von gemischten Gefühlen begleitet. Er sagt, als Kompaniechef bist du der Häuptling im Dorf. In der Stadt bist du ein Niemand. Heinrich Schneider, Grenzrum der Deutschen Demokratischen Republik, Sie wünschen bitte. Oberst Heinrich Brückner, Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik, Sie wünschen bitte. Reinhard Kögel betreut das Grenzlandmuseum in Schnakenburg. Auch er stand bis Anfang der 80er Jahre als Offizier auf der Wacht für die DDR. Es hat sich ja in den 70er Jahren eine gewisse Entspannungsphase doch abgezeichnet in vielen Dingen. Ich meine jetzt nicht an der Grenze, aber so im allgemeinen Dialog. Man hat also versucht, ich meine, das war ja bei uns denn 1989 schon so, oder 88, dass man also genehmigt hat, dass wir das Westfernsehen empfangen dürfen. Aber wir sollten keine Propaganda oder Politik untereinander machen. Also da war man schon in bestimmten Dingen, ist damit anders umgegangen. Und es kam dann zum Beispiel auch so ein Befehl raus, dass wenn man also mit Bürgern oder wenn der Zoll oder der BGS an der Grenze ist, dass man, also wenn die grüßen, höflich den Tagesgruß erwidern sollte. Das, wie gesagt, das war Ende 88, 89. Und daran hat man also gemerkt, man versuchte dieses eiserne Abschotten doch irgendwie, ich sag mal, menschlicher zu gestalten. Die DDR-Regierung ließ den Signalzaun 80 errichten. Dabei spielte auch der internationale Druck eine Rolle. Mit dem Abbau der Minen, das heißt also der SM-70-Anlagen 1984 und der Erdminen 1985, nahm natürlich die Fluchtbewegung zu. Und damit sich Flüchtlinge also nicht entlang der Grenze orientieren konnten, wo sie sind, wurden dann neue Karten und Autoatlanten rausgegeben, wo also die Bundesrepublik nur noch grün oder gelb war, wo also keine Straßen, keine Wege, keine Ortschaften mehr drauf waren. Und dazu kommt natürlich noch mit, dass also die Ortseingangsschilder von den Orten
Zwar da stand zum Beispiel Aulosen, Kreis Osterburg, Bezirk Magdeburg, aber die Ortsausgangsschilder waren gelb gewesen mit einem roten Querstrich ohne eine Ortsbezeichnung. Da ging es nach dem Lande nirgendwo. Und der Grenzwall im Westen der DDR wird ein drittes Mal gebaut. Todeszaun und Grenzlandschaft wie für die Ewigkeit errichtet. Mitten in Deutschland. Eine Landschaft wie am Ende der Welt. Und so bleiben die Dinge bis zum Ende der 80er Jahre. Es herrscht Ruhe an der Staatsgrenze West. Die Anzahl der Fluchtversuche geht Jahr um Jahr zurück. Aber es ist die Ruhe eines Friedhofs. Nahezu 1000 Deutsche haben an den Grenzsperren in Deutschland und an anderen Teilen des Eisernen Vorhangs ihr Leben verloren. Allein 177 Todesopfer hat die Berliner Mauer gefordert. 301 Flüchtlinge sind an der Eisernen Grenze quer durch Deutschland ums Leben gekommen. Auch 38 Soldaten der DDR sind bei der Ausübung ihres grausamen Dienstes an der deutschen Demarkationslinie getötet worden. 119 Menschen sterben in der Zeit zwischen 1950 und 1989 bei Fluchtversuchen über die Ostsee. ...943 Todesopfer sind bisher registriert worden. Die genaue Zahl der Opfer wird wohl niemals aufgeklärt werden. Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Grenzübergangsstelle Marienborn. Ein Tag nach dem 9. November 1989. Ein letztes Mal steht Manfred Winkelmann auf der Wacht für die DDR. Er ist auf verlorenen Posten. Ich darf Sie nur darauf aufmerksam machen, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Gesetze verstoßen und dass Sie hier nicht stehen dürfen. Hau was ein, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Darf ich in die Kisten gehen? Ja, ja. An dem Tag, der Grenzöffnungen habe ich so innerlich gedacht, das ist der Anfang vom Ende, aber der Anfang war schon früher, schon im Sommer des Jahres, ne, wo die jungen Menschen alle weggelaufen sind. Der Hering fängt am Kopf an zu stinken, das ist ja natürlich eine Tatsache. Aber wenn man entscheidend ist immer der Kommandierende, der Führende, sei es in einem Betrieb, sei es in einer Armee, in einer Struktur der Armee oder sei es im Staat. Ne? Es hätte nie so weit kommen dürfen. Wir hätten ja nicht so ein Argument finden dürfen, dass wir eine Mauer brauchen. Ne? Wir sind eine Nation. 36 Jahre lang existierte die große deutsche Mauer. Eine Gründergeneration der DDR hat sie bewacht. Zum Schluss war sie nahezu unüberwindbar. Die 89er-Generation hat sie umgangen. Mit dem Ende der DDR wurde sie funktionslos. Dann wurde sie weggeräumt. Aber die inneren Mauern bestehen weiter. Östlich und westlich des Kolonnenwegs.